Die Zeit ist gestellt. Wir können endlich wieder selber ans Werk. Ich muss mich daran gewöhnen, auf Leertaste zu sprinten. Jetzt habe ich hier von einem Kollegen, weil ich habe das noch nie selber gespielt. Natürlich habe ich hier gehört, man kann hier ein Easter Egg holen. Und ich probiere das jetzt mal, ob wir das gleich mal so schaffen. Also, was hieß es? Zuerst auf die erste Flasche schießen. Zack, die erste. Dann eine, zwei, drei, vier, fünf. Dann auf die vierte. Und dann auf die zweite. Und dann sollte ich hier zurückrennen und dann in diesen Busch da rein und dort die Benutzen-Taste drücken. Und das sollte dann ein Easter Egg auslösen. Macht es aber irgendwie nicht. Da habe ich was falsch gemacht. Wer weiß das? Okay, bei mir passiert hier nichts. Was ist denn bei mir die Benutzen-Taste? Machen wir doch, gucken wir mal schnell, ob ich das vielleicht falsch eingestellt habe. Gucken wir mal runter. 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 Wo ist denn hier? Wo ist denn hier Benutzen? E. Annehmen. So. Annehmen. Okay. Irgendwie funzt bei mir das Easter Egg nicht. Schade. 1, 5, 4, 2 habe ich gemacht. Geht bei mir nicht. Okay. Ihr könnt das dann bei euch privat ausprobieren. Normalerweise sollte man, wenn man das gemacht hat, sollte man dann hier in einen Busch rein und die Benutzen-Taste drücken. Und dann sollten Schafe kommen mit irgendwelchen Helmen auf dem Kopf. Aber bei mir geht das nicht. Schade. Okay, ich hab's probiert. MG-Team. Stellen wir das MG auf. Mitkommen. Wie ist eigentlich auf X? Oh. Wäre ich immer noch auf X? Ne, auf X ist es. Mir mal folgen, Jungs. Stellt das MG auf. Hier aufstellen. Weil eigentlich müssten dann diese drei Schafe hier, die kriegen dann einen Helm auf den Kopf und die werden dann zu diesen Suizidschafen. Aber irgendwie funzt bei mir das Easter Egg nicht. Schade eigentlich. Ich hab's. Soll ich's nochmal probieren? Ey, du musst mal da weggehen. Aber irgendwie funzt das bei mir nicht. Das ist schade. Es wäre eigentlich toll gewesen, wenn das gleich so gefunzt hätte, aber. Geht bei mir nicht. Okay, dann könnt ihr euch das ja mal selber auf YouTube ansehen oder so. Bei mir hat das jetzt nicht funktioniert. Schade. Dann halt nicht. Nee. Ich brauche Mitkommen. das MG da drüben. Mitkommen. So, und hier müssten wir uns mit unserem Kontaktmann treffen. Ich bin Nikolas. Ich will euch helfen. Jo. Ich habe eine Karte gezeichnet. Da sind ein paar deutsche Stellungen vermerkt, die ich entdeckt habe. Wir müssen uns beeilen. Oh, der spricht aber gut Englisch. Ja, das stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite der Mauer sind Deutsche. Ich muss zurück zu meinem Sohn Peter. Er will unbedingt kämpfen. Und wenn ich nicht bald zurück bin, fürchte ich, wird er es auch tun. Viel Glück, Okay, Sergeant Baker. ihr seht ja, dass ein weiteres neues Feature ist, solange die uns nicht sehen, Wie sind deine Beute? sind wir unsichtbar für die, wenn wir uns anschleichen. Da drüben aufstellen. Und Schnell! ihr seht jetzt auch, dass Baker die Stimme Roger, senkt. Bewegung. Nagelt sie fest! So, seht ihr? Weiter schießen! Ihr seht jetzt, was das Geile ist, wenn wir an einem MG-Team dabei haben. Hat er eine Nade geworfen? Einer von uns muss losschlagen! Keine Munition! Lade nach! Roger, lass dir Zeit! Okay, gucken wir mal, was wir, ob wir hier was reißen können. Hier in die Deckung gehen. Wir kommen von der Seite. Der muss reloaden. Das ist jetzt neu.
Kann man, wie kann ich, warum kann ich keine Granaten werfen? Ficken. Da mal drauf halten. Voll in die Fresse. Die. Okay. Nur easy, Jungs. Haben wir noch außer der Pistole noch was anderes dabei? Die Hammer. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen denn sind. Lebt der eine da noch? Okay, dann weg da von der Deckung und wir nehmen Jasper natürlich mit. Jasper, ich... Wollen wir noch eine Car mitnehmen? Ich würde gerne... Okay, was haben wir jetzt dabei? Eine K98. Gürtel um die Emma, da müssen wir nehmen, die K wird ersetzt. Nee. Thompson zu nehmen. Genau, damit wir nämlich eine reichweitenstarke Waffe haben. Hier hinstellen. Spinnt der denn eigentlich da? Setze mich in Bewegung. Wir nehmen die mal mit. Mitkommen, Jungs. Es wird geladen. Das kann öfters passieren. So. Ich wäre mal dafür. Mal schnell schauen, wo wir Jasper hinsetzen wollen. Ich wäre nicht dafür, wir setzen den hier oben in die Mühle rein. Nee, wir müssen. Ich muss schnell schauen. Oh, das leckt aber richtig geil, wenn man hier die Treppe hoch und runter läuft. Oh, da hinten sind Deutsche. Okay, wir müssen gucken, wie ich Jasper hinstellen kann. Ohne dass der übelst viele Hits kassieren muss, der arme Kerl. Okay, hier sehen wir es ja. Hier ist eine Scheune, dann hier wäre so was ähnliches wie so ein Holzbalken. Dem bietet mir aber einfach zu wenig Schutz für Jasper und seinen Kollegen, weil Holzdinger, die kann man ja mal weghauen. Aber ich habe eine Idee. Ich guck mal, wie es oben in der Mühle aussieht, ob ich Jasper nicht einfach mit dem MG da oben reinpacken soll und der dann einen auf Freitag den 13. macht. Aha, muss ich ja sogar. Wow! Habt ihr jetzt viel aufgeklärt? Habt ihr das auch gemerkt, wie viel ich da Aufklärungspunkt gefunden? Ich kann mich an fast alles Solides, aber Holz scheint nicht solide zu sein. Deswegen können wir uns hier auch nicht rein verkriechen. Wir müssen hier mal ein bisschen Gummi geben. Ich bin ja hier nicht fürs Rumstehen bezahlt. Ich werde ja eigentlich gar nicht bezahlt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, die sind da hinten. Ist halt schwierig, ne? Ich will diesem keinen guten geeigneten Punkt, den ich mit Jasper abdecken kann, ohne dass der... Der gleich übelst. Seht jetzt auch neu. Es hakelt nicht mehr so blöd rum und man trifft auch dorthin. Hat der mich gesehen da hinten? Jo, Mann, ne Fresse. Irgendwie gefiel mir das bei der alten. Was ist denn das? MG da drüben aufstellen. Gibt uns von dort aus Feuerschutz. Ich bin auf dem Weg. Roger, in Bewegung. Weil,
Weiterschießen! Ich kriege euch! Okay, den ersten haben wir schon. Knall sie mal mit dem MG weg. Wir gehen hier mal ein bisschen rundherum. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit diesem blöden Deckungsfeature ein bisschen lernen. Aber sobald ich das... Jetzt nichts. Gehen wir hier mal gucken, was wir hier so... Ui, Volltreffer, like a Pro-Gamer. Jasper, halt hier mal drauf. Hört nicht auf zu schießen. Ui, voll in die Fresse. Ui, ui, ui. Ich bin einfach begabt. Hoch 3. Warum kann ich mich hier nicht dann an die Wand heften? Was ich auch lustig finde, dass ich keine Granaten werfen kann. So, das tut mir jetzt leid, aber irgendwie will ich Granaten werfen können. Und das muss doch hier irgendwo eingestellt sein. Ducken, Waffe abfeuern, nachladen, zoomen, zoomen, halt eine Granate werfen. Geh. Annehmen. Zurück. So. Ich will doch mal schauen, wie sich das verändert hat gegenüber... den anderen Brothers in Arms teilen. Okay. LOL, sieht das schräg aus. Ihre Deckung muss weg. Nein, Jasper, nein. Da drüben aufstellen. Okay, habe ich sie getroffen mit meinem MG, mit der Granate? Wir haben keine Deckung. Die machen uns fertig. Okay, das war jetzt schräg, die Situation. Die machen uns fertig. Jasper, mitkommen. Ah, hier ist die Granate eingeschlagen, oder was? Los, da drüben aufstellen. Mehr Feuer! Decke sie ein! Mach ich doch, was willst du denn? Wave, like a pro gamer. Scheiß MG-Fuzzi da oben. Knall den mal weg, diesen scheiß MG-Kerl, sonst komm ich hier nicht weg. So, den mal weg mit einer Nade. Boom! Okay. MG-Fuzzi. Voll in die Fresse, das hast du verdient. Bumm, voll ins Gesicht. Kann der bis hier rüberholzen? Für den Nahkampf immer eine nahkampfstarke Waffe. Aufnehmen. Wow! Da hast dich also versteckt. Lol. Hallo? Den einfach in den Kopf ballern.
So, aber den da oben, den holen wir uns noch. Diesen kleinen Penis, der da am MG rumhockt. Komm her, du kleiner MG-Hocker. Ja? Wow! Okay. Du willst also ein willst mich dich mit mir anlegen, hä? Komm doch mal raus da. Ja, tut weh, hä? Der böse Herr Matrix nicht gut drauf ist, dann ist es das gewesen. Oh. Wow. Wie in den guten alten Zeiten. Könnt ihr euch noch erinnern? Jo, wie in den guten alten Zeiten. Okay, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein für den ersten Part. Die ersten zwei Parts, besser gesagt. Wie gesagt, ich muss mich da noch ein bisschen ins Spiel einfinden. Oh, bin schon gleich in der ersten Mission verreckt. Richtig geil. Ich bin begabt, ja. Ja, ich bin. Okay, ich bin richtig toll. Gebt ihnen alles, was ihr habt! Obwohl eigentlich vorher ein Kontrollpunkt gespeichert worden ist, bin ich trotzdem nochmal verreckt. Jo, aber das müsst ihr jetzt nicht nochmal sehen. Ich mache das jetzt halt einfach nochmal offscreen bis dorthin, wo wir waren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Brothers in Arms Hell's Highway. Und ich hoffe, das wird dann ein bisschen besser. Und ich blamier mich nicht so groß. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.